Ach, Freunde, wisst ihr, was mich noch glücklicher macht als eine Tüte Popcorn zusammen mit einer kalten Cola in einem leeren Kinosaal während des Minecraft-Films im Jahre 2022? Ja, richtig, wenn ihr alle innerhalb von 5 Sekunden das Video hier liked. Hä? Also los. Nein, im Ernst jetzt. Los. Nun ja, eigentlich diese Nachricht hier. PlayStation 4 Crossplay Beta beendet. Feature jetzt in allen Spielen verfügbar. Kein Scherz. Diese Nachricht verbreitet sich aktuell wie ein Lauffeuer im ganzen Internet und bestätigt endlich mal unsere monatelange Vermutung, Recherche und das Auffinden bzw. Analysieren von Gamefiles, dass Minecraft Bedrock wirklich und endlich auf die PlayStation 4 kommen wird. Ich muss selber zugeben, nach der Minecon hatte ich selber schon so ein bisschen Bammeln, auch schon fast Panik, dass es doch vielleicht alles nicht so war, wie wir eigentlich dachten. Aber dieser Gedanke war selber an sich schon sehr verwerflich. Aber nach dieser heutigen Nachricht wissen wir es ganz, ganz sicher. Doch um euch das Ganze zunächst einmal von vorne zu erklären, beginnen wir einfach mal im Jahre 2017. Hier ist nämlich die große Better Together Version erschienen, also von Minecraft halt, die Cross-Plattform zwischen verschiedenste Konsolen versprach und es auch hielt. Windows 10, Pocket Edition, Xbox One und auch die Switch Edition, die später dazu kam, spielen heute Minecraft zusammen, als wäre es das Normalste der Welt. Nur Sony hat sich bis dato immer gewehrt und jegliche Schuld dann auch von sich gewiesen. Doch im Laufe der Jahre merkte man schon, sie knickten immer mehr ein, natürlich auch aufgrund des Feedbacks der Community, weil alle wollten Crossplay. Alle wollten zusammen spielen und das ist ja auch der Sinn. Gaming verbindet und alle wollen dann miteinander spielen, egal um welches Spiel es geht. Und irgendwann knickte Sony dann wie gesagt zusammen. Bis sie dann irgendwann eine Beta-Crossplay-Phase zuerst für Rocket League und Fortnite einleiteten, womit sie das Feature dann zunächst testen wollen, ob es dann auch lohnenswert ist für sie selber, ob es Sinn macht und das Ganze ist dann heute beendet worden. Und das zu unserem Gunsten. Jedes Spiel, jeder Publisher, der Cross-Plattform bei seinem Spiel anbieten möchte, darf dies nun frei tun. Und das gibt auch der Minecraft Bedrock Version für die PlayStation 4 grünes Licht. Also die ganzen Gamefiles in den verschiedensten Betas waren also natürlich kein Zufall, sondern alles Vorbereitung auf den heutigen Tag hier. Ab heute kann es also jeder Tag sein, an dem die neue Minecraft-Version für die PlayStation 4 erscheint. Ich möchte jetzt nicht übertreiben und sagen, es kommt morgen, aber ab heute könnte es theoretisch wirklich jeder Tag sein. Und wenn das nicht die Nachricht des Tages ist, vor allem nach der Minecon, ohne ein Wort zu dieser neuen Version, dann weiß ich absolut auch nicht. Ich werde euch natürlich über weitere Nachrichten dazu umgehend in Kenntnis setzen. Um diese sofort aber bevor ein Video erscheint zu erfahren, empfehle ich dir einfach mal auf Twitter oder Instagram vorbeizuschauen und mir zu folgen, wo ich diese halt immer sofort poste, bevor ich überhaupt ein Video aufnehme. Haut heute auch gerne mal den Like-Button so ordentlich zur Sau, wenn man das so sagen darf, wenn ihr euch über diese Nachricht hier freut. Endlich ist es soweit, ich freue mich sehr. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auf die nächste Zeit, ob da mal die ersten Statements dazu kommen, auch von Minecraft selber oder von irgendwelchen Publishern, dass da irgendetwas in Arbeit ist oder kommt, weil bisher wurde ja rein gar nichts dazu gesagt. Ich denke mal, jetzt ist die Zeit dran, dass sie endlich mal irgendein Wort dazu verlieren. Ich hoffe jedenfalls und gehe auch davon aus, dass wir bis zur Weihnachtszeit spätestens diese neue Version haben werden, also safe noch in diesem Jahr. Aber wie dem auch sei, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dieser Nachricht? Freut ihr euch genauso sehr wie ich? Und allgemein eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Tag, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.